Einst stand hier auf der Fläche von 18.000 Quadratmeter die ehemalige Heller Schokoladenfabrik. Fragmente davon sind noch zu sehen, der Hauptteil bleibt bestehen, die Nutzung aber wird eine andere. Denn Investor entwickeln hier nicht nur ihr erstes Wohnprojekt, nein, es ist aktuell auch das größte Wohnbauprojekt in Wien. Zeit für den Spatenstich des Vorzeigeprojekts Wohngarten Simmering. Naja, es ist unser erstes Wohnprojekt in dieser Größenordnung. Wir haben einen sehr großen Bauplatz gefunden und der hat sich auch angeboten, diese Karree-Verbauung mit diesem privaten 3.500 Quadratmeter großen Grünraum zu schaffen und damit wirkliche Lebensqualität zu produzieren. Das grüne Projekt glänzt nicht nur mit Innenhofbegrünung, nein, hier macht man alles richtig und setzt dem Ganzen die grüne Krone auf. Fassadenbegrünung, grüne Dächer und natürliche Schattenregionen dank der Form des Gebäudes. Back to the roots zum Wiener Original Vierkanthof. Wir haben knapp 35.000 Quadratmeter Fläche, die wir entwickeln. Das wird in Summe knapp 700 Wohnungen werden. Zusätzlich haben wir Einzelhandelsflächen, eine Apotheke und Kindergärten. Und auf das wir besonders stolz sind und auf das wir sehr viel Wert in der Planung gelegt haben, sind die Freiflächen mit dem eingeschlossenen 3.500 Quadratmeter Garten. Bei allen Dächern, oben natürlich drauf, begrünte, sogar teilweise zu nutzende Eigengärten bzw. auch Binden von Regenwasser. Das ist ganz wesentlich, dass das nicht ein Blechdach ist, wo das wegrennt, sondern dass das gebunden ist, noch einmal in einer extensiven oder intensiven Begrünung. Das kommt überall hier vor. Also das ist ganz wesentlich, weil die Städte heizen sich so auf. Also wir müssen schauen, dass wir einerseits mit Vegetation das Atmen wiederum der Städte möglich machen und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass Schatten entsteht. Also das ist ganz wesentlich. Herausforderungen bot zum einen die Einbeziehung des Altbestands, da die Front der alten Schokoladenfabrik ein Kernstück des neuen Gebäudes wird, wo in Zukunft Lofts mit 4 Meter Raumhöhe entstehen werden. Im Zuge der Baubewilligung hat sich ja dann herausgestellt, dass die Stadt Wien die bestehende Backsteinfassade erhalten will. Und wenn alle Decken von unten nach oben eingebaut sind, können wir alles, was vom Altbestand noch steht, entfernen und dann sind wir mitten im Neubau. Das ist die Lösung, die wir hier ersonnen haben und ich freue mich schon, wenn wir sehen, dass die auch praktisch umsetzbar ist. Das freut mich umso mehr, dass hier Investor wirklich ein beeindruckendes Wohnprojekt, nämlich den Wohngarten, geschaffen hat mit über 600 Wohnungen. Und noch mehr freut es mich natürlich, dass die POR als Generalunternehmer dieses Projekt ausführen darf. Und in Simmering sind diese 682 frei finanzierten Mietwohnungen auch überaus gut aufgehoben. Also ganz, ganz wichtig, erstens einmal, dass diese Gegend wieder belebt wird. In näherer Umgebung schaffen wir derzeit gerade sehr viele Arbeitsplätze, was auch fürs Klima wichtig ist, weil die Leute nicht müssen mit dem Auto in die Firma fahren, sie können über die Straßen gehen, sind da. Und der Bau dieses Gebäudes selbst ist sehr schon nach dem neuesten Stand mit Gründächern, Grünflächen. Also wir sind da schon sehr im Klimageschehen drinnen und ich finde das ganz toll. Einer kennt Simmering wie seine Westentasche, ist hier aufgewachsen und seine Karriere nahm auch hier seinen Lauf. Fußballlegende Herbert Prohaska. Simmering hat eigentlich die ersten 3 Jahrzehnte meines Lebens ganz einfach beherrscht. Wunderschön, wir haben gehabt nichts, alle anderen haben auch gehabt nichts und deswegen waren alle glücklich. Man musste niemanden um irgendetwas neidig sein. Wir stehen da gerade vor einem Projekt, was ich sehr positiv finde, weil es da gibt Mietwohnungen, leistbare Mietwohnungen, auch in Größen, so wie ich gehört habe, zwischen 40 und 80 Quadratmetern. Nachdem man sich der Asset-Klasse Wohnen nun erfolgreich genähert hat, sind weitere Projekte nicht mehr fern. Also die Asset-Klasse Wohnen ist natürlich aus vielen Aspekten interessant. Es ist was Schönes, es ist auch was Nachhaltiges, Wohnraum zu schaffen in einer Stadt, die Wohnraum braucht. Wie immer versuchen wir, so gut wie möglich zu sein, smartes Wohnen, Grundrisse zu optimieren und schöne, lebenswerte Wohnsituationen zu schaffen. Wo wir gerade gezielt auf den Spatenstich hinarbeiten, ist unser Projekt Lavata. Eine Spur kleiner, aber ein ausgewiesener Standort direkt bei der U-Bahn. Dort werden wir auch 250 Mietwohnungen errichten. Bis 2021 wird dieses nachhaltige Projekt mit seinem 3.500 Quadratmeter begrünten Innenhof zum Leben erweckt.